herzlich willkommen für den ersten Wettkampftag hier in Sao Paulo in einem ganz grossen Park, der AMB Park. Alle Berufe sind installiert und bereit für den Kampf. Soyez les bienvenus pour cette première journée de compétition dans une immense halle d'exposition, la AMB Park. Toutes les professions sont installées, c'est le grand départ. Hier ein erster Beruf, Fachfrau Gesundheit, Assistant en Soins et Santé Communautaire und neben mir nicht nur eine Expertin und nicht nur jemand, der jemanden betreut, sondern Chef-Experte Sabina. Was ist denn ganz genau dein Job und wie ist es gestartet? Sabina, du wirst commencer, quel est ton rôle? Ja, also ich tue als Chef-Expertin halt mit allen Experten das Ganze vorbereiten. Also wir sind jetzt schon sicher mindestens 3/4 Jahr dran. Auf dem Internet haben wir so ein Forum, wo wir alle Fallbeispiele ausarbeiten, alle Kriterien ausarbeiten. Und dann nachher miteinander auch diskutieren, was ist jetzt, was wird überhaupt bewertet. Un sacré boulot, parce que c'est elle qui est responsable, et bien non pas seulement des autres experts, pour voir en sorte que tout fonctionne bien, mais également de voir qu'est-ce qui doit être en fait regardé à la loupe pour donner des bonnes notes. Ich habe die Mami gefunden von Alexandra, die jetzt gerade dran ist. Wer ist am meisten nervös? Ist die Mami oder ist Alexandra? J'ai l'impression que la Mama est un peu plus nervös que la fille. Aber beide gleich. Oder er ist schon noch ein bisschen mehr als ich. Weil wir können zuschauen und nichts machen von uns. Ist schon noch schwierig. Was würdet ihr machen? Hättet ihr ein paar Tipps und Tricks, die ihr könnt abgeben könnt? Ja, nicht unbedingt. Ich bin ja nicht vom Fach. Aber so, ja, ich weiss auch nicht genau, wie ich mich würde verhalten, wenn ich könnte reden oder so, aber es ist besser, so man nichts sagen. Okay, Madame, reste un petit peu dans l'ombre, parce que sa fille, elle est du métier, elle peint, et puis c'est vrai que elle est un petit peu nerveuse, mais peut-être pas autant que sa fille. Wie ist das Gefühl gsi? Quelle est ton impression de ce que tu as fait? Ja, das Gefühl war super gsi. Es ist halt sehr speziell, wenn so viele Leute zuschauen plötzlich beim Arbeiten, aber es ist sehr interessant. Hast du an einem gewissen Moment gemerkt, ups, jetzt bin ich vielleicht auf dem falschen Weg, oder nein, ja wirklich alles ist okay, weil die Patientin kennst du ja gar nicht. Bei diesem Fallbeispiel ist alles sehr gut gelaufen. Es ist so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Ich bin sehr zufrieden. Ja. Okay, donc elle est tout à fait contente d'elle-même. C'est bien, c'est positif, parce qu'elle a une patiente qu'elle ne connaissait pas. Elle a réussi à l'aborder, comme elle le pensait. Und jetzt gleich ausruhen, sich vorbereiten für den nächsten Wettkampf. Ich habe jetzt eine Viertelstunde Pause, wenn alles nach Plan läuft. Und dann kommt das nächste Fallbeispiel dran, genau. Eh oui, c'est le stress. Un petit quart d'heure de pause et après, c'est parti. Stunden Zeit hat sie gehabt, so, ja, für so eine Pflege zu machen. 3 Stunden à Disposition. Wie ist es gelaufen, Anne? Es ist gut gelaufen. Besser gelaufen, als eigentlich gedacht. Es war eine Position, die ich mit den Nägeltipps aufkleben nicht immer mache im Alltag. Und es ist eigentlich recht gut gelaufen. Gewisse Probleme hat es gegeben mit dem Lack, aber das konnte ich dann korrigieren. Und sonst ist es eigentlich gut gegangen, auch mit dem Make-up. Ja. Anne-Juliette est contente de sa prestation, quelques petits soucis, bon c'est normal quand il faut être confronté à une telle discipline. Wie est deine Kundin gsi? Comment était ta cliente? C'est ganz lieb gsi. Eigentlich auch optimal, nicht alles optimal gsi, aber ja, es ist halt so auch wie im Alltag, man kann nicht das Optimale über und muss halt das Beste machen. Effectivement, la cliente eh bien, que l'on reçoit chaque jour dans son travail quotidien, eh bien, il faut aussi un petit peu se fier à ce qu'elle veut, cette personne. Ja, gewisse Kandidatinnen und Kandidaten sind schon ein bisschen nervös heute. Okay, das ist nur der erste Tag der Wettkämpfe. C'est le premier jour de la compétition officielle. Un peu de nervosité, mais beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. En tous les cas, on va vous tenir au courant de la suite de la compétition. Mais bien, der Logistik-Service bricht ein petit nächsten Tag hier in São Paulo.